Assassin's Creed 3 mit Sirius. Hallo und herzlich willkommen beim Let's Play Part Nummer 9. Heute mal gucken, dass wir uns so langsam mal der Sequenz 3 nähern, würde ich sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock, wenn ich nicht für euch arbeite. In der Höhle des Löwens. Wir befinden uns noch in Sequenz 2 und spielen der Soldat. Ich glaube, hier würde ich nicht lebend rauskommen, oder? Pitcairn, ihr Narr. Diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Jetzt. Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Okay, 44 Meter, dann wollen wir mal unserem Kollegen da vorne folgen. Muss ich laufen? Ich laufe ihm mal hinterher. Langsam. Christuskirche. Ja, Nachbar zerkratzt eure Kutsche. Vielleicht auf die Marlboro. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuan... Die werden sich für euch einsetzen. Gehen die jetzt weiter? Ja. Limit für Entdeckungszeit war, glaube ich, 15 Sekunden, oder? Ah, da oben wird es auch schon eingeblendet. Ich denke, wir versuchen hier relativ unauffällig zu bleiben. Oh, wie cool, der Typ trommelt sogar da vorne. Habt ihr das gesehen? Kriegt man das noch mit? Ich glaube, wir versuchen immer so außer Sichtweite zu bleiben, oder? Wie sehe ich das? Ich mische mich hier mal so unter das Volk. Schnell um die Ecke. Keiner sieht mich. Was jetzt? Oi! Diebe und Halunken seid ihr allesamt! Ich spucke auf euch und euren Krieg!
So, okay, ich folge denen. Lass den gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Zum Teufel, ich werde Hilfe brauchen. Alarm! Verschwindet, Jungs! Ach, verdammt, welche, wo waren der, wer war denn Spitzel? Okay, wir haben alle gekillt, aber ich glaube, oh, da kommen noch mehr, fuck. Ich glaube, ich sollte mal Waffen wechseln. Was meint ihr? Wo waren denn jetzt nochmal Waffen wechseln? Fuck! okay. Eins habe ich nicht geschafft. Die Spitzel dürfen keine Verstärkung rufen. Ah, tut mir leid, Leute. Mit Braddock sprechen. Hätte besser laufen können, ich gestehe. Aber immerhin, wir haben einen Haufen Leichen hinterlassen. Ich zügle meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann gerne. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Okay, das war jetzt die Sequenz. Ich gestehe jetzt mal, ich finde es relativ komisch, dass ich eine Menge von diesen Leuten getötet habe. Ich gucke mir mal kurz einen Fortschritt an. Und dann kommen wieder diese Rotrecke so daher und tun so, als wenn nichts gewesen wäre. Also wir haben jetzt am helllichten Tage irgendwie 10, 12, 15 Leute massakriert, lassen noch einen von denen am Leben. Da sollte man doch der meistgesuchte Mann von Boston sein, oder? 77% der Soldat, Hauptmission Sequenz 2, Limit für Entdeckungszeiten 0,15, Kombo-Attentate. Ja, okay, bla bla bla. Hätte ich besser machen können, gestehe ich jetzt, sei es drum. Habe ich gar nicht gerafft, dass man Spitzel töten muss. Mann. Ich sollte mal das Lösungsbuch vorher lesen. So, fortsetzen. Fortsetzen, hallo. Na, ihr Ratten. Ey, diese Scheißpenner hier, ey. Beim nächsten Mal bringe ich euch alle um. So, aber jetzt mache ich erstmal B. Tür öffnen. Ich wette, uns erwartet drin ein lustiges Gespräch, oder? Und ich hoffe mal, der eine Vogel da nimmt nicht wieder die hässliche Alte irgendwie und leckt der irgendwie irgendwo rum und so. Die war ja... Grusel. War es nicht in den anderen Assassin's Creed-Teilen so? Also gerade, wo wir Ezio gespielt haben, dass da immer gute Frauen dabei waren? Naja, egal. Gucken wir uns mal noch die Sequenz hier an. Ah, okay. Ich habe gedacht, jetzt würde hier noch irgendwie so eine Erklärung oder sowas folgen. Tut's aber anscheinend nicht. Als nächstes geht's hier los mit Southgate infiltrieren und immer noch Sequenz 2. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, Odysseus, erzähl. Odysseus? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lass mich erklären. Wir dringen Silas vor ein. Getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen.
Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Wir benötigen einen Konvoi? Hat er das gesagt? Der Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden, Sir. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Hört her! Ihr Kongress von Albany... B drücken, um eine Waffe aufzuheben. Okay, drücke B. Da ist gar keine Waffe da. Ach doch, da. Entschuldigung. So, jetzt hier. Also. Yeah, einen erschossen. Ich lade mal nach. Ich bin mal hier so Ego-Shooter-Spieler. Könnt ihr sehen. Wow, wow, oh, die schießen da zurück. Das gibt's gar nicht. Das ist nicht erlaubt in diesem Spiel. Ach, komm da runter, ab mit dir. Jetzt spring schon. Das gibt's ja nicht. Na, endlich ist es mal ein Low-Lack-No-Skill-Gameplay. Wen haben wir denn noch? Oh, aua. Da sag ich schon das Falsche. Komm, geh drauf, du Schweine. Oh, Entschuldigung. Charles. Ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Ah, sehe ich nicht einatmen. Oh. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer brauchen es dort? Welche Verteidigungen haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Guck mal, niemand hält die Zügel fest. Wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Muss ich hier überhaupt irgendwas machen? Oder läuft das einfach nur so komplett ohne mein Zutun ab? Da können wir sehen, unsere Rotröcke sind ja mit Assassin's Creed-Zeichen versehen. Halt! Kann schlecht beobachten, so. Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? LB drücken, um den Angriff vor der Entdeckung zu starten. Ach Quatsch, jetzt habe ich RB gedrückt. Greif den Feind an! Darf ich auch mitspielen, oder was? Oder darf ich nur sitzen und LB drücken? Und dann noch aus Versehen den falschen Knopf drücken? No Luck, No Skill mit Assassin's Creed 3. Na, da ist es doch endlich mal. Gottverdammte Hunde. Lasst keinen zu uns durch! Der hat den Hund ermordet! Peter ruft an. Oh Mann, in jedem Spiel werden die was zu meckern haben. Auch unglaublich, die hacken da einfach einen nieder und die Typen da drüben kriegen nichts mit. Na, auch egal. Ich sag nix. Ich bin schon leise. Aha. Auf eure Posten! Direkt drauf auf die. Sag nur Bescheid, ich strecke sie nieder. Einen Moment mal.
Seid ihr neu? Wer ist euer Greift den Feind an! Heute triffst du den Sensenmann! Ja, ich spiele richtig gut mit. Ne? Alles frei! Das ist ein bisschen wenig eigenes Gameplay, möchte ich jetzt mal meckern. Auch, dass man nicht in die Ego-Perspektive schalten kann, jetzt ist irgendwie so schade, oder? Also man erlebt das entweder hier so von der Seite oder irgendwie so blöd über die Kutsche rüber, wo man so wenig sieht, also... Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Cyrus. Rein dann. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Cyrus? Er stirbt. Attentat liegt in der Luft. Optionale Missionsziele, den General finden und töten. Heimliche Attentat von hinten, hinter der Ecke. Warte, was stand da jetzt? Ja, okay. Das probiere ich jetzt. Welches Attentat nehmen wir zuerst? Sehen, gucken. Ich habe hier immer noch die versteckte Klinge. Das ist wahrscheinlich die beste Wahl, oder? Okay, dann versuchen wir das mal. Ich bin sehr unauffällig. Ich bin sehr unauffällig. Ich versuche jetzt als erstes die drei grünen Ziele zu eliminieren. Ja, nett gemacht. Habt ihr gesehen? Offiziere sind sehr geschickte Gegner. Sie setzen fortschrittliche Untersuchungsmethoden ein. Aha, okay. Gentlemen, wen haben wir denn hier? Wovon redet ihr denn? Die Gefangenen. Wer sind sie? Gefangenen? Das sind keine Gefangenen. Ihr wisst doch, Haltung nicht, annehmen, die Soldaten. Garde, die wir gefangen Wie, haben. Bitte? Ich sagte Haltung annehmen. Wer seid ihr, das ihr mir befehlt? Ein guter Freund von Mr. Ach, guck mal, da sind drei Gefangene. Ne, zwei Gefangene, Entschuldigung. Ich gehe mal hier hinterm Zelt her. Ich bin sehr heimlich und sehr stealth-like. Ich finde es immer noch schade, dass es nicht so einen Knopf gibt wie Ducken oder sowas. Das hätte ich irgendwie gut gefunden. Den bringe ich um, den bringe ich direkt um, den bringe ich direkt um. Wo ist der? Wollte ich durchs Zelt sehen? Nein. Na, komm schon her. Schon gucken bei mir. Was treibt der Bursche da? Na komm schon! Ach nein, fuck! Fuck! Ah, das war wahrscheinlich nicht der richtige Weg, oder? Dann würde ich sagen, dann erleben wir den nächsten, beziehungsweise den richtigen Weg. So, auf jeden Fall im nächsten Video, 21.35 Uhr. Ich hoffe mal, ich habe eine Viertelstunde voll bekommen. Ich glaube aber schon. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Okay, meine lieben Assassin's Creed-Freunde, jetzt müssen wir den Part hier nochmal anprobieren. Da bin ich ja beim letzten Mal draufgegangen, die Gefangenen unbemerkt befreien. Ich hoffe mal, das klappt jetzt. Ach, Mann, Let's Plays sind echt eine schwierige Sache, sag ich euch. Also das Assassin's Creed Let's Play ist doch gar nicht so einfach, wie ich mir das so vorgestellt habe. Gerade wenn man es live Let's Playt, wenn man dann drauf geht, steht man auf einmal da.